don't wanna talk about this, yeah. Don't really know what I'm doing. Hi und herzlich willkommen zu diesem Gitarren-Tutorial für Gin & Juice von Jack Case. Ich bin Tim, lass uns loslegen. Tim's Tone. Im gesamten Lied gibt es drei verschiedene Akkorde und ein Zupf- und Schlagmuster, das relativ gleich bleibt. Zupf, Schlag, Zupf, Schlag, Zupf, Schlag, Zupf, Schlag, Zupf, Schlag, Zupf, Schlag. Kommen wir noch zu unserem ersten Akkord. Wir legen unseren Zeigefinger auf die zweite Saite im dritten Bund und wir legen unseren Mittelfinger auf die vierte Saite im vierten Bund und unser Ringfinger auf die dritte Saite im fünften Bund. Dann zupfen wir genau die drei Saiten, die wir jetzt gerade mit unserer anderen Hand berühren. Das hört sich so an. Dann wieder unser Zupf- und Schlagmuster von vorhin. So, das hört sich schon ziemlich genauso an wie im Song. Cool, oder? Also, gehen wir weiter zum nächsten Akkord, der relativ einfach ist. Wir übernehmen unseren Mittelfinger und gehen auf die dritte Saite im zweiten Bund. Jetzt zupfen wir nicht die gleichen drei Saiten wie vorhin, sondern wir nehmen den Daumen und der wandert eine Saite nach oben zur E-Saite. So, und im nächsten Schritt wandert der Daumen wieder eine Saite nach unten auf die zweite Saite. Gleiches Zupfmuster, gleiche Vorgehensweise. Dann spielen wir doch, was wir bis jetzt haben. Also, erinnert euch an den ersten Akkord, an das Zupfmuster. Dann rutschen wir hoch zu unserem zweiten Akkord. Ihr könnt quasi den Mittelfinger auf der Saite lassen, hochrutschen und wenn ihr dann im zweiten Bund angekommen seid, einfach eins nach oben setzen. Dann zupfen wir unser Zupfmuster jetzt mit dem Daumen. Wichtig, verändert sich die Position und zwar auf die erste Saite. Veränderung auf die zweite Saite. Genau, jetzt kommen wir zu unserem letzten Akkord. Wir nehmen unseren Zeigefinger und setzen ihn auf die zweite Saite im fünften Bund und wir nehmen unseren Ringfinger und setzen ihn auf die dritte Saite im siebten Bund und der kleine Finger setzen wir eine Saite darunter, auch im siebten Bund. So, Zupfmuster, Schlagmuster immer noch gleich. Genau, das war's im Prinzip. Jetzt hängen wir das alles nacheinander hin und machen einen Loop draus und schon haben wir den Song. Also, hier wieder anfangen. Position, Schlagmuster bleibt gleich. Jetzt rutschen wir mit unserem Mittelfinger bis in den zweiten Bund und gehen eine Saite höher. Dann haben wir das veränderte Schlagmuster mit dem Daumen auf der ersten Saite. Dann setzen wir den Daumen wieder eine runter. Dann rutschen wir entlang, nehmen unseren Zeigefinger als Orientierung auf der zweiten Saite im fünften Bund. Und die zwei anderen Finger setzen wir auf die anderen Saiten. So, was ich jetzt hier als Orientierung benutze, um von hier wieder zu unserem anderen Akkord zu kommen, ist, ich benutze hier meinen Mittelfinger und setze ihn hier auf die Saite und rutsche quasi hier entlang, weil dieser Finger bleibt dann da, rutsche ich hier entlang und setze quasi nur diesen Ringfinger, die Saite höher und den Zeigefinger auch wieder auf die zweite Saite. Das braucht natürlich jetzt ein bisschen Übung, damit es flüssig läuft. Einfach dranbleiben, 15 Minuten am Tag und ihr werdet schnell besser. Das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr zurechtgekommen seid. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.